sieht das Volk? Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wenn Sie heute mit einem jungen, modernen Rechtsextremisten diskutieren, dann redet der mit Ihnen nicht über Mauthausen. Der redet nicht über die Gaskammer. Der redet nicht über Adolf Hitler mit Ihnen. Der redet heute über Moslems. Natürlich ist das ein Antisemit, aber er weiß eins. Mit denen kann er heute keinen anderen Jugendlichen locken. Lieber mit Nazis als mit Salafisten. Nein, lieber Patriot als Salafisten. Genau, Patriot ist der richtige Ausdruck. So etwas kann eine Demokratie nicht dulden. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Hier ist es eben auch wichtig, historisches Wissen zu vergrößern, damit man weiß, welche Verbrechen im Namen dieses Volkes begangen wurden. Mai 1945 in Oberösterreich. Amerikanische Truppen erreichen Mauthausen, das letzte der KZ-Hauptlager. Privat filmt einer der Soldaten die furchtbaren Zustände. Bis zum Schluss waren hierher die Gefangenen anderer Konzentrationslager getrieben worden. Keiner von ihnen sollte der Vernichtung entgehen. Diese Hauptverbrechen des Nazismus, erstens die Vernichtung von 2/3 des europäischen Judentums aus 24 Ländern, darunter 1,5 Millionen Kinder, die Ermordung der Roma und Sinti, jeder Zweite in Europa, diese grauenhafte Euthanasie, wo so viele Menschen getötet wurden, viertens diese furchtbaren medizinischen Versuche, fünftens die Tötung der Homosexuellen, sechstens, was haben die politischen Häftlinge mitgemacht? Nie wieder Faschismus. Darin sind sich alle Parteien einig bei der Gründung der Zweiten Republik. Demokratie und Menschenrechte sind das Gegenkonzept zur fiktiven Volksgemeinschaft im NS-Regime. In den ersten 1,5 Jahren ist der antifaschistische Konsens perfekt, ist auch die Bereitschaft, den Nationalsozialismus auszurotten, zu bekämpfen, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen, ist da. Von der NS-Führung bis zum KZ-Mörder. Alle sollen vor Gericht gestellt werden. Die meisten aber wollen keine Verantwortung für ihre Verbrechen übernehmen. Das Volk sei es gewesen, in dessen Namen sie alles getan hätten. Ich weiß nur, dass ich meine ganze Kraft meinem Volk in einem Glauben an Adolf Hitler zur Verfügung stellte. Ich konnte als deutscher Soldat nur in den Dienst der Abwehr jener zerstörenden Kräfte mich stellen, die Deutschland einst schon nahe an den Abgrund gebracht hatten. Ernst Kaltenbrunner wird wie Arthur Seyß-Inquart in Nürnberg zum Tod verurteilt. In Österreich werden nach Volksgerichtsprozessen 30 NS-Verbrecher hingerichtet. Die NSDAP und ihre Teilorganisationen werden verboten. Wer eine neonazistische Organisation gründet oder NS-Verbrechen leugnet, dem drohen bis zu 20 Jahre Haft. Dennoch wird schon 1947 eine Untergrundorganisation mit mehr als 200 Mann aufgedeckt. Ihr Ziel? Die Wiedererrichtung des NS-Staates. Die drei Hauptangeklagten dieser Werwolf-Gruppe, darunter der Grazer Theodor Suchek, werden zwar zum Tod verurteilt, dann aber begnadigt und nach 4 Jahren amnestiert. Der Kalte Krieg beginnt und der Antikommunismus löst den Antifaschismus ab. Ab 1947 gilt Integration statt Sühne. Prozesse gegen NS-Verbrecher werden seltener, Urteile milder. 1948, ein Jahr vor den nächsten Nationalratswahlen, werden knapp 500.000 minder belastete Nazis amnestiert und sind wieder wahlberechtigt. Die alten Nazis sind eigentlich in ihrer Haltung wieder bestärkt worden. Sie haben sich sogar ungerecht verfolgt gesehen von der Demokratischen Republik, weil sie eben manche entnazifiziert worden sind, zumindest vorübergehend ihre Posten verloren haben. Das war eigentlich ein Potenzial von wirklichen, kann man sagen, Feinden der Demokratie. Viele ehemalige Nationalsozialisten passen sich nur äußerlich an die demokratischen Spielregeln an,
Innerlich aber fehlt ihnen jede Einsicht in eigene Fehler oder Schuld. Eine Demokratisierung der Gehirne bleibt daher oft aus. Sie sind ja keine ganzen Nazi mehr blieben, sondern ich nenne das Dreiviertel-Nazi, halbe Nazi, Viertel, Achtel. Das heißt, die manches abgelegt haben, aber doch noch einiges im Rucksack weitergetragen haben. Alte Ideale leben wieder auf, zum Beispiel im Kameradschaftsbund. 1953 wird er gegründet, mit mehr als 250.000 Mitgliedern eine wahlentscheidende Gruppe mit politischem Einfluss in Bund und Ländern. Viele ehemalige Soldaten glauben zwar noch an die NS-Propagandalügen vom aufgezwungenen Angriffskrieg zur Verteidigung des deutschen Volkes, aber sie sind geheilt von jeder Kriegsbegeisterung. Nie mehr wieder. Nie mehr wieder. Genug. Einmal war genug. Der Krieg war zu schlimm. Der war zu schlimm für uns. Für mich auf jeden Fall. Zu schlimm. Ja. Keine Gloria. Keine Gloria. Andere verklären die Kriegserfahrung. Sie berufen sich auf Gehorsam und Eidtreue und geben diese Haltung auch an ihre Kinder weiter. 1957, Einweihung des Ehrengrabs eines NS-Propagandahelden Walter Nowotny am Zentralfriedhof in Wien. Neben den alten Kameraden sind auch junge Bewunderer angetreten. Erzogen wurden sie in einem demokratischen Österreich. Trotzdem sind sie überzeugt, dass ihre Väter Helden waren und Vorbilder bleiben. Emotionen im Vater-Sohn-Verhältnis behindern oft einen differenzierten Blick auf das vermeintliche Heldentum in den Kriegsjahren. Wenn er ein netter Vater war, hat man natürlich unheimliche Probleme, diesen netten Vater mit allfälligen Kriegsverbrechen in Zusammenhang zu bringen. Also ich glaube, das war für viele schwer zu schlucken, weil es eben wirklich den Papa, den Opa betroffen hat. Zwei Jahre später feiert das deutschnationale Lager den 200. Geburtstag von Friedrich Schiller mit einem Fackelzug durch die Wiener Innenstadt. Wer das erlebt hat, wie die eingerückt sind, ein erheblicher Teil war Bund heimattreuer Jugend, man beachte die Abkürzung, HJ heißt Hitlerjugend, also Bund heimattreuer Jugend, Abkürzung BHJ, in diesen mit den Schulterriemen, den grauen Hemden, der Odalsrune, den HJ-Trommeln. Da war doch schon ziemlich klar, dass das sehr erinnert an eine neonazistische Einstellung. Erstmals in der Zweiten Republik werden Versammlungs- und Meinungsfreiheit für eine Kundgebung mit neonazistischen Untertönen ausgenutzt. Es war nicht die Mehrheit, die das gerufen hat. Mir scheint, man hat euch vergessen zu vergasen. Aber diese Rufe gab es. Und dadurch wurde die Erregung immer stärker. Das ist doch ganz klar. Jetzt müssen wir verstehen, da waren KZ-Häftlinge, die älter waren wie ich, oder Widerstandskämpfer. Ich meine, für die war ja das unerträglich. Schließlich schreitet die Polizei ein und trennt die Lager. Der Fackelzug ist eine ordnungsgemäß angemeldete Kundgebung und soll ungestört ablaufen können. Auf der einen Seite die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit. Also die Polizei musste das schützen. Die Frage andererseits war aber wieder, ob man da nicht nach dem Verbotsgesetz einschreiten kann. Nur wenige Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus wird die Erinnerung an seine Verbrechen bereits schwächer. Und auch die Erinnerung an die Männer und Frauen im Widerstand, die für die Freiheit Österreichs kämpften und dafür gefoltert und hingerichtet wurden. 1963 wird zur Erforschung ihrer Geschichte das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands gegründet. Wir wollen, dass das,
was in den Jahren des Widerstandes getan wurde, und es ist nicht wenig, dass das nicht verloren geht, dass es der österreichischen Geschichte erhalten bleibt und dass vor allem die Jugend in dem Geiste beeinflusst wird, wie es damals geschah, wie es damals bei den Widerstandskämpfern der Fall war, dass man versucht hat, alles zu mobilisieren, um Österreich zu retten aus den Klauen des Faschismus. In diesen Jahrzehnten nach 1945 war das Thema Widerstand, Nationalsozialismus nicht präsent. Und da glaube ich schon, dass das Dokumentationsarchiv sozusagen wie ein Eisbrecher dieses Nichtwissen, das Verdrängen der österreichischen Vergangenheit aufzubrechen versucht hat. Es war ja eine Gründung der Widerstandskämpfer und Verfolgten, und zwar aller politischen Richtungen. Politische Opfer und Holocaust-Überlebende. Das Dokumentationsarchiv arbeitet die Geschichte von Menschen auf, die für viele Österreicher lange nicht zu den zentralen Opfergruppen zählten. Das waren Jahre, wo eigentlich in der Erinnerungspolitik und Kultur die Kameradschaftsbünde dominiert haben. Hier etwas entgegenzusetzen, diesen Aufmärschen, die ja von der Politik akzeptiert und gefördert wurden, auch das darf man nicht vergessen, war eigentlich eine widerständige Tat. Ich habe niemals meine Mitgliedschaft bei der NSDAP verleugnet. Ich bin ja freiwillig beigetreten, zum Unterschied von manchen Zeitgenossen, die dann behaupten, sie sind gezwungen worden. Ich bin freiwillig beigetreten worden. ...1965 machen die Äußerungen des Historikers Borodajkiewicz die Mängel der Entnazifizierung an den Universitäten deutlich und die rechtsextremen Sympathien in einem Teil der Studentenschaft. Für viele Studenten spricht Borodajkiewicz nur aus, was sie selbst und ihre Eltern denken. Vor allem Mitglieder des RFS, des Rings Freiheitlicher Studenten, und schlagende Burschenschaften stellen sich den Demonstranten entgegen. Dann kam es zu einer ganz harten Auseinandersetzung bei der Opernkreuzung. Da sind wir dann durchgebrochen. Und dann beim Hotel Sacher, wo diese Rufe, besonders also Hochboro, wo der harte Kern war, das waren ja unbeschreibliche Schlägereien. Ein rechtsextremer Burschenschafter, vorbestraft wegen eines Schussattentats auf das Parlament, schlägt einen kommunistischen Widerstandskämpfer nieder. Ernst Kirchweger ist der erste politische Tote der Zweiten Republik. Diese ganze rechte Problematik bricht hier und da an einer Person, an einem Fall, an einem Ereignis auf, aber stellt nicht in dem Sinn eine steigende politische Bedeutung dar, die sich dann irgendwann einmal auch um eine politische Partei oder Gruppierung formieren kann. Der Grundkonflikt der Zweiten Republik bleibt ungelöst. Unterschiedliche Gedenkstätten spiegeln die unterschiedliche Deutung der Vergangenheit. Zwischen Tätern und Mitläufern einerseits und Widerstandskämpfern und Verfolgten andererseits. In der Gedenkstätte Mauthausen wird der Befreiung gedacht, der Freiheit und dem Wiedererstehen eines demokratischen Österreich. Derjenige, der in Mauthausen befreit wurde, für den hat der 8. Mai 1945 eine ganz andere Bedeutung, als der, den irgendein Unteroffizier am Schluss noch gezwungen hat, sich den Russen oder den Sowjets entgegenzustellen. Am Kärntner Ulrichsberg dagegen treffen sich seit 1958 Wehrmachts- und Waffen-SS-Veteranen zur jährlichen Traditionspflege. Deserteure und Widerstandskämpfer haben hier keinen Platz. 1959 wird ein großes Kriegsheimkehrerkreuz geweiht. Für die Kritiker sind die Ulrichsberg-Treffen die Verklärung von NS-Zeit und Soldatentum. Auch die Teilnahme des Bundesheeres wird oft kritisiert. Erst 2009 wird sie untersagt. Die Ulrichsbergfeier ist symbolisch
für alle Europäer und auch darüber hinaus Gedenken an unsere gefallenen Soldaten, die ihre Pflicht erfüllt haben, die unter Treue und Gehorsam ihre Sache geführt haben und trotzdem nicht mehr nach Hause gekommen sind. Und der Ulrichsberg ist auch ein Symbol für die, das Glück gehabt haben, zurückzukehren. Wahrlich, unsere Toten sind nicht tot. Pflichterfüllung, Treue und Gehorsam. Alles andere als positive Eigenschaften, wenn sie mit der menschenverachtenden NS-Ideologie in Verbindung gebracht werden. Da gibt es natürlich die Hardcore-Alt- und Neonazis, dann die Masse der Kriegsteilnehmer und, das soll man auch nicht übersehen, sehr viele opportunistische Politiker aus allen Parteien, die dort hinaufgegangen sind, weil sie glaubt haben, da haben sie jetzt Wähler, die sie ausschöpfen können. Und das war eigentlich eine Verquickung von diesem alten Gedankengut mit der Republik Österreich, die unerträglich war. Norbert Burger beim Wahlkampf für seine nationaldemokratische Partei, die NDP. Wir bekennen uns uneingeschränkt zur Zugehörigkeit des Österreichers zum deutschen Volk, sind dafür, dass die Fremdarbeiter so schnell wie möglich Österreich verlassen. Früher war Burger Obmann des Rings freiheitlicher Studenten, aber die FPÖ unter Friedrich Peter ist ihm zu gemäßigt. Daher gründet er 1967 seine eigene Partei. Sie erfüllt alle Definitionskriterien einer rechtsextremen Bewegung. Wie viele Rechtsextreme ist Burger Burschenschafter und war Südtirol-Attentäter. Man hat 1945 versucht, sich aus der deutschen Geschichte und aus der deutschen Verantwortung herauszustehlen. Man hat 1945 so getan, wie wenn das alles nicht wäre. Wie wenn die tausendjährige Geschichte dieses Landes niemals existiert hätte und wie wenn die Geschichte erst 1945 für uns Österreicher überhaupt erst begonnen hätte. Also es geht um ein zentrales Element in dieser rechten Ideologie, dass Deutschland ein Ziel und eine hohe moralische Bedeutung besitzt. Was war gut am Nationalsozialismus? Gut war zum Beispiel, dass es dem Nationalsozialismus gelungen ist, die innere Zerrissenheit des Volkes durch die Volksgemeinschaft zu überwinden. Für uns ist der Begriff der Volksgemeinschaft auch in seiner Gegenüberstellung jetzt zur Gesellschaft ein wichtiger oder der zentrale Bestandteil des Rechtsextremismus. Heil dem deutschen Volk! Heil den deutschen Soldaten! Heil der NDP! Sie bekennen sich zur biologischen Verschiedenheit der Menschen. Jawohl. Mit anderen Worten, Sie sind ein Rassist. Wenn man unter einem Rassisten einen Menschen versteht, der sich eben zur Naturtatsache verschiedener Rassen bekennt und der sich also dazu bekennt, dass diese Rassen verschiedene Veranlagungen besitzen und für dieses oder jenes verschieden geeignet sind, wenn das ein Rassist ist, dann bekenne ich mich dazu. Ich habe mir damals einfach hergenommen, das Parteiprogramm der NDP, und habe also immer versucht, Parallelzitate aus dem NSDAP-Programm bzw. meinen Kampf zu finden. Und es war durchgängig als neonazistisch nachweisbar. Und wenn wir einmal im Parlament drinnen sind und dem Unterrichtsminister das Schulbuch auf den Schädel hauen, wo drinnen steht, dass unsere Väter Verbrecher waren und Österreich im Jahr 38 überfallen worden ist, und wenn das ganz Österreich durch die Fernsehkamera sieht, dann werden diese Dreckschulbücher verschwinden. Vorher nicht. Revisionismus, Rassismus und Volksgemeinschaft sind zentrale Elemente des Rechtsextremismus. 1980 erhält Burger als Bundespräsidentschaftskandidat fast 150.000 Stimmen. Der größte Erfolg der NDP. Erst 1988 wird die Partei verboten werden. Wir werden siegen. Das ist gewiss. Daran gibt es keinen Zweifel. Die Frage ist nur die, ob schon bald oder ob wir uns auf die Freude des Sieges noch einige Zeit werden warten müssen. Wenn man sich generell Führungstypen in der Neuen Rechten anschaut, dann gibt es sehr viele kleine Führer, manche möchte gern Führer und einige, die das Netzwerken verstehen.
Bestens vernetzt mit Politik und Wirtschaft, das waren und sind viele Burschenschaften. Einige aber auch mit der rechtsextremen Szene. Auf der akademisch-deutsch-nationalen Ebene sorgten sie für die Renaissance des rechtsextremen Lagers. Es waren eigentlich die wichtigsten Figuren des Nachkriegsrechtsextremismus, kamen aus dem Burschenschaftermilieu, zum Beispiel Norbert Burger. Die Herren Chargierten der akademischen Burschenschaft Leda-Leon. Wie Burger geben die Burschenschaften ihre großdeutschen Ideale nicht auf. Das heißt immer, uns gibt es noch. Wir sind noch da. Wir sind nicht umgebracht worden. Wir begrüßen Herrn Dr. Norbert Burger. Wie dann die Beziehungen zwischen dieser tolerierten, sozusagen traditionellen deutschnationalen Szene und dann den militanten Rechten ist, das ist dann im Einzelfall ganz unterschiedlich. Silenzio dauert weiter, es steigt der Cantus, wenn alle untreu werden. Omnes surgite. Die Burschenschaften sind auch eine wichtige Rekrutierungsbasis für das politische Spitzenpersonal der Freiheitlichen Partei. Dort vertreten sie die politischen Interessen des deutschnationalen Lagers und der Kriegsgeneration. Das heißt also, die Burschenschaften waren immer die Kontinuität und das Rückgrat des österreichischen Rechtsextremismus. Wobei gesagt, nicht alle Burschenschaften rechtsextrem sein müssen. Antisemitischer Bombenterror erschüttert Wien. Die Anschläge richten sich unter anderem gegen den Oberrabbiner Akiba Eisenberg und gegen Nazijäger und KZ-Überlebenden Simon Wiesenthal. Auch wenn niemand verletzt wird, die Gewaltbereitschaft gegen jüdische Bürger erinnert an die Anschläge der NSDAP in der Zwischenkriegszeit. Eine Gruppe österreichischer Neonazis wird verhaftet. Der eigentliche Bombenbauer ist der deutsche Rechtsextremist Ekkehard Weil. Auch ein junger österreichischer Neonazi steht erstmals vor Gericht, Gottfried Küssel. Er wird zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Küssel ist Mitglied der ANR, der Aktion Neue Rechte, eine Abspaltung der NDP. Seit 1973 versucht sie mit Gewalt, die vermeintliche linke Dominanz an den Universitäten zu brechen. Männer wie Küssel verkörpern einen neuen Typus des Rechtsextremisten. Den Straßenkämpfer, der sich mit den politischen Gegnern prügelt. Den ideologischen Diskurs führen die akademischen Rechten, die Burschenschafter. Diese Arbeitsteilung gab es in Österreich bereits vor dem Anschluss. Die gesunde Volksgemeinschaft ist nicht nur nach außen unabhängig. Sie beseitigt auch innen den Einfluss fremder Mächte, wie etwa Fremdarbeiter. Inszenierung und auch Strategie der ANR erinnern an die frühen Jahre der NSDAP. Nationale und Freimaurerei. Es sind Verhaftungslisten gemacht worden. Kardinal König muss verhaftet werden, aber auch der eigene Lehrer, der hat die alte Idee verraten. Also hier gibt es sehr enge Anlehnungen, auch in Zeichen, da gibt es ununterbrochen Hockenkreuze aller Arten. Die Flucht in unpolitische Reservate und Geselligkeitsvereine führt nur zum Verlust wertvoller Zeit und Energie. Neben den eher bürgerlichen NDP- und Burschenschafterstrukturen hat der österreichische Rechtsextremismus erstmals wieder straff organisierte und aggressive Trupps für den Straßenkampf. Sondern nur durch den Angriff der lebensrichtigen Weltanschauung zerstört und eine bessere Ordnung ersetzt werden. Ich war Jugendvertrauensrat in einer ganz großen Firma. Und da war bei einem Lehrling große Probleme. Der ist aufgefallen in der Schule, der ist aufgefallen auf der Baustelle, hat sich geweigert, mit Ausländern zusammenzuarbeiten. Und dann haben wir sich den einen Fall ein bisschen näher angeschaut. Und dann sind wir draufgekommen, dass der inzwischen schon ganz stark in einer rechtsradikalen Szene ist.
Der 16-jährige Lehrling wird schließlich nach dem Verbotsgesetz angeklagt und vor Gericht gestellt. Und bei der Gerichtsverhandlung wird er vom Richter gefragt, wer hat sie eigentlich damals zu Gottfried Küssl gebracht? Und er antwortet darauf, mein Berufsschullehrer. Und dann haben wir eine Gerichtsverhandlung gegen diesen Berufsschullehrer angestrebt. Und ich war Zeuge. Und in dieser Gerichtsverhandlung sagt der Richter zu mir, ich bin ein kommunistischer Umerzieher. Der Lehrer war sehr lange Zeit bei 3/4 seiner Bezüge suspendiert. Dem Richter ist überhaupt nichts passiert und der junge Mensch ist ins Gefängnis gekommen und hat sich später in der Haft umgebracht. 1983, Abmarsch der Kameradschaft Prinz Eugen zur Sonnenwendfeier in Perchtoldsdorf bei Wien. Auch hier erinnert vieles an frühere Zeiten. Im Wirtshaus, am Fußballplatz oder diskret im Betrieb werden junge Männer in schwieriger familiärer oder beruflicher Lage angesprochen. Gemeinschaftsgeist wird als Rezept gegen soziale Entwurzelung und persönlichen Frust eingesetzt. Ältere Rechtsextreme wie Gerd Honzig führen die jungen Männer dann in die Ideologie ein. Eine abscheuliche, jahrzehntelange Unterdrückung und Menschenjagd hat und eine Medienjustiz gegen Volk. Ob Juden, Ausländer oder Medien, die Sündenbockstrategie ist zentrales Element rechtsextremer Ideologie. Für viele ist es verlockend, anderen die Schuld am eigenen Versagen geben zu können, ohne jede Eigenverantwortung. Im Gegenteil, es ist Verpflichtung, weiterhin in Treue zu unserem Volk und unserem Volk. Sogenannte Volksschädlinge werden in Weltverschwörungsfantasien als übermächtige Feinde und Ursache allen Übels benannt. Gegen diese Volksfeinde müsse man mit allen, auch illegalen Mitteln kämpfen. In den 70er Jahren beginnt die rechte Szene, sich auf diesen Kampf in Wehrsportgruppen vorzubereiten. Und dann hat einer von uns gesagt, fahren wir mal hin, schauen wir mal, was die dort genau machen. Und dann sind wir dort hingefahren und haben sie es dort auf die, haben wir geglaubt, da müssen wir sie auf die Lauer legen und haben wir geglaubt, gar nichts. Da sind wir ins Wirtshaus gegangen, weil wir sie verfahren haben und gefragt, da haben wir noch einen Gottfried Küssl gefragt. Und dann hat der Wirt zu uns gesagt, ah, zum Führer wollt's. Er hat den Gottfried Küssl als Führer bezeichnet, weil es ja lustig war, die Nazis, die sie dort getroffen haben. Es war überhaupt kein Geheimnis, dass der dort trainiert. Wir haben es fotografiert, wir haben die Bilder der Polizei gebracht. Die haben das einfach entgegengenommen. Da hat es auch dort kein Unrechtsbewusstsein gegeben. Ja, und da sind ein paar Irre, die im Wald halt da Krieg spielen. Na ja, das hat keinen interessiert. Das war, mein Gott, die paar Buben, was tatzen. Hättest du Hemmungen, auf einen Menschen zu schießen? Ich hätte auch Hemmungen, Schnupfen zu bekommen. Und habe Hemmungen, Schnupfen zu bekommen. Und wenn die Schnupfenzeit kommt, nehme ich Vitamin C. Das ist also eine ganz... Ich kann Hemmungen haben und brauche deswegen an der Realität nicht vorbeigehen. Weil der Krieg findet statt, ob ich ihn will oder nicht will. Nur wann es ihn gibt, dann will ich ihn gewinnen. Lenk! Auf! 1983, in der SPÖ-FPÖ-Koalition, werden erstmals Bundesheersoldaten in der Gedenkstätte Mauthausen vereidigt. Ein wichtiger, symbolischer Akt. Ich belobe mein Vaterland, die Republik Österreich. Die Idee hatte FPÖ-Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager. Der Mauthausener Kameradschaftsbund ist nicht dabei. Lieber verfolgt er am Hauptplatz von Mauthausen das abschließende Defilé. Mit den Verbrechen des NS-Regimes wollen sich viele alte Soldaten immer noch nicht beschäftigen. Die Gedenklandschaft Österreichs ist weiterhin streng getrennt. In Orte, an denen der Verbrechen des Nationalsozialismus gedacht wird, und in Orte, wo die Vergangenheit verklärt wird. 1986 führen diese unterschiedlichen Gedenklandschaften
zum Konflikt im Präsidentschaftswahlkampf Kurt Waldheims. Auf die Frage nach seiner Kriegsvergangenheit gibt Waldheim die typische Antwort seiner Generation. Ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Viele Jüngere sehen das inzwischen anders. Der überwiegenden Mehrheit der Kriegsgeneration spricht Waldheim aus der Seele. Erstens habe ich ein ganz ruhiges Gewissen. Ich habe eine saubere Vergangenheit und ich habe nichts zu befürchten. Nach der Affäre Waldheim war das Bewusstsein über österreichische Schuld und Verantwortung ein größeres wie davor. Gleichzeitig aber auch im Sinne einer Zuspitzung, die Aggression, dieses Bewusstsein abzuwehren, ist auch größer geworden. Weiß die Heimat, die Heimat. Ende der 80er Jahre feiern die alten Soldaten am Ulrichsberg weiter mit Deutschnationalen und Rechtsextremen. Dann aber brechen der Fall des Eisernen Vorhangs und der EU-Beitritt den besungenen Heimatbegriff auf. Und all die, die ganz stark mit diesem Österreich als Insel der Seligen identifiziert waren, sind jetzt verunsichert. Ja? Manche sind gekränkt, weil jetzt alles auf einmal sozusagen nichts mehr wert ist und müssen sich umorientieren. Eben auch der Souveränitätsverlust, den die Annäherung und dann der Beitritt in die EU bedeutet, ist sehr angstbesetzt. Und dann kommt 89 dazu, diese unter Anführungszeichen Überfremdungsangst, die Angst, überrollt zu werden. Und das sind natürlich ideale Bedingungen für Rechtsextreme. Angst, Unsicherheit, Wegbruch, Wegbrechen des Vertrauten, Umorientierung, ja, die ganze Welt verändert sich. Und genau in diese auch ja, erklärende Leere, sozusagen in diese Lücke, stößt der Rechtsextremismus. Wieder wird für die eigenen Probleme ein Sündenbock gefunden. Der Ausländer, der Asylant, der Fremdarbeiter. Die Zuwandererzahlen steigen und immer mehr junge Österreicher geraten bei der Suche nach Arbeit oder billiger Wohnung in Konkurrenz zu Menschen mit anderer Sprache, Religion oder Hautfarbe. Und wieder missbraucht der Rechtsextremismus die Ängste und Unsicherheiten junger Menschen. Wenn ich jetzt noch das rassische Element nehme, dann ist das klar, das Fremde bedroht die eigene Rasse. Wir sind genau wieder dort, wo der Nationalsozialismus mit dem Antisemitismus war. Ich habe meinen Kampf gelesen, zweimal vielleicht schon. Also ich kann fast das Buch in- und auswendig. Ich habe unter anderem Propagandablätter von verschiedenen Parteien gelesen, von Deutschen. Und ich habe einfach so erkennen, die Geschichte miteinander. Gewühlt, ja. Anfang der 90er Jahre wächst auch in Österreich die Zahl gewaltbereiter Neonazi-Skinheads. Mike Hogge war Anführer einer Skinhead-Gruppe in Bregenz. Bevor ich bei den Skinheads mitmarschiert bin, hat mich das mit dem Hitler eigentlich nie interessiert, hat mich das Rechte nichts interessiert und ich habe natürlich auch ganz klar ausländische Freunde gehabt. Der Ausländerhass, den wir sie gehabt haben, das hat sich erst mit der Zeit entwickelt, wo ich bei den Glatzen, bei den Skinheads mitmarschiert bin. Ich bin gegen jüdische, gegen schwarze und gegen unchristliche Leute, gegen das Bene, gegen so einen Hass. Es ist brutal gewesen. Es ist brutal gewesen. Und ich habe auch diversen Leuten meine Schusswaffe in den Kopf angekippt. Öffentlich. Gewaltbereitschaft ist typisch für die Neonazi-Skins. Der alte Nazi-Gruß in Bomberjacke, Jeans und Springerstiefeln. Alte Symbole und Parolen auf Kleidern aus dem Army-Shop. Ja, weil ich keine Zukunftsperspektive mehr gehabt. Ich habe gewusst, irgendwann ist fertig, irgendwann marschiere ich ein oder es endet halt irgendwie anders. Aber ich habe gewusst, lang geht es nicht mehr. Oder?
Sind und Türken, geben kein Haus! Es hätte Tote gegeben. Es hätte Tote gegeben. Also wenn ich dort weitergemacht hätte, es hätte Tote gegeben. Vielleicht ich, vielleicht die anderen. Die Wiedervereinigung Deutschlands vereinigt auch die Neonazis aus Ost und West. Sie träumen von einer Wiederauferstehung des Großdeutschen Reiches. Auch die Österreicher unter Gottfried Küssel stoßen dazu. Weil dieser deutsche Volkswille, was so richtig kocht, das Ding ist noch zu lau. Heiß werden muss es, kochen muss es. Es muss von Liebe glühen. Gemeinsam sind wir unausstehlich. Wir sind unausstehlich, die Systeme. Nach dem Tod des Neonazi-Führers Michael Kühnen macht sich Küssel Hoffnungen, Führer einer europaweiten Neonazi-Bewegung zu werden. Ganz knallhart, ihr im Osten, wir im Westen, wir in der Ostbahn. Und zeig egal, auch hinüber nach Breslau wird es gehen, nach Königsberg wird es gehen und den Gorbatschow wird die von den Queen haben. Deutschland, die Deutschen, Ausländer aus! Ein Neonazi-Aufmarsch in Ostdeutschland, angeführt von Gottfried Küssel. Deutschland, den Deutschen, Ausländer aus! Regelmäßig kommt es zu rassistischen Gewalttaten. Es entsteht eine neue internationale Neonazi-Szene. Ihr Vorteil? Die offenen Grenzen im neuen Europa. Küssel lädt die deutschen Kameraden nach Österreich ein, nach Langenlois, ins Wehrsportlager der WAPO, der volkstreuen außerparlamentarischen Opposition. Die örtliche Gendarmerie hat nichts dagegen. Wir wollten fragen, ob das erlaubt ist. Sie können ruhig da oben aufgehen und können militärische Aktionen ruhig marschieren, oder? Den Behörden wird vorgeworfen, am rechten Auge blind zu sein. Will ich, dass ein ordentliches Bild macht hier. Aufrücken. Sie kontern mit strategischen Überlegungen. Man hat immer wieder argumentiert, es ist besser, man soll diese Organisationen und Parteien nicht verbieten. Es ist besser, wenn die nicht im Untergrund agieren, weil dann hat man sie unter Kontrolle. Und wenn sie verboten sind, dann kann man das nicht mehr kontrollieren. Das waren meines Erachtens eher Ausreden für Nichthandeln. Und das hat diese Szene doch jahrelang begünstigt. Eine Folge, rechtsextreme Zeitschriften und Flugblätter boomen. Viele dieser Hetzschriften wenden sich ganz gezielt an Jugendliche. Es hätte gerne so wie kaum müssen. Wenn einfach da zumal schon, so wie jetzt, da muss ich sagen, das einfach das ganze Gesetz, der Gesetzentwurf, die Justiz einfach rascher reagiert. Erst als dann in den 90er Jahren die Behörden, die Polizei, insbesondere auch Staatsanwaltschaften und Gerichte konsequent gegen Rechtsextremismus und Neonazismus vorgegangen sind, ist es gelungen, diese Kräfte in die Defensive zu drängen. 1992 lässt sich Küssel noch mit seiner Wehrsportgruppe filmen. Nach dem Abtreten wünsche ich euch für den kommenden Kampf alles Gute. Lasst mir eure Kommandanten in der Heimat schön grüßen. Egal, wo immer ihr hinfahrt. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst bei irgendeiner Feier, bei irgendeinem Lager oder bei sonst irgendwas. Links, drei, vier. Und er spricht ungeniert darüber, wofür hier marschiert wird. Parteipolitisch ist natürlich also die Zulassung der NSDAP als Wahlpartei und damit antreten zu Wahlen und Teilnahme an machtpolitischen Situationen. Interviews wie dieses bringen Küssel schließlich hinter Gitter. Das Dokumentationsarchiv fordert immer wieder härtere Strafen für Neonazis. Anfang der 90er Jahre reagiert die Politik endlich auch gesetzlich. Das Verbotsgesetz wird deutlich verschärft. Dazu kommt der neue Auschwitz-Paragraph. Ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Nationalsozialismus wird die Leugnung des Holocaust unter Strafe gestellt. Wenn man das leugnet, bitte, das ist unzumutbar. Wo unsere ganzen Familien ausgerottet wurden. Zumindest bei mir fast die ganze Großfamilie. Das ist eine zu große Zumutung. 1995 sterben in Oberwart im Burgenland vier Roma durch eine Sprengfalle.
Es ist der Höhepunkt einer Anschlagsserie mit Brief- und Rohrbomben, die zwischen 1993 und 1996 stattfindet. Erst ein Jahr später wird der Steirer Franz Fuchs gefasst. Wenn man die Bekennerschreiben analysiert, sieht man, dass er sehr viel Gedankengut aus einschlägigen rechtsextremen Zeitschriften, insbesondere in der Steiermark, herausgenommen hat. Und insofern ist er auch ganz eindeutig als Rechtsextremist zu qualifizieren. Ebenfalls 1995, der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider spricht am Vorabend des Ulrichsberg-Treffens vor ehemaligen Waffen-SS-Angehörigen. Ich möchte einmal wissen, ob jemand von jenen, die zu feige sind, dorthin zu gehen oder die ständig den Stab über das Ulrichsberg-Treffen brechen, ob sie einmal ein vernünftiges Argument sagen können. Es gibt nämlich keines, außer dass man sich ärgert, dass es in dieser Welt einfach noch anständige Menschen gibt, die einen Charakter haben und die auch bei größten Gegenwind zu ihrer Überzeugung stellen und ihre Überzeugung bis heute treu geblieben sind. Im Grunde genommen ist alles, was dort von mir gesagt wurde, absolut in Ordnung. Und die jetzige versuchte Diskreditierung dieser Generation für mich nur so erklärbar ist, dass jetzt, wo sie zahlenmäßig immer weniger werden, weil sie sterben, sie wählermäßig nicht mehr interessant sind und man sich daher die Füße abputzt, um eine neue antifaschistische Geisteshaltung in Österreich zu erzielen. Politiker, die solche Dinge äußern, wie das also Jörg Haider selig getan hat, wären in Deutschland nicht mehr Landeshauptmann geblieben. Das wäre unmöglich gewesen. In späterer Folge muss man sagen, dass Haider eher von diesem Milieu weggerückt ist, weil er gesehen hat, nur mit alten Nazis und Rechtsextremisten wird er in Österreich nicht realisieren können. Also da war der Haider dann auch, hat sich auch an die Politikerfordernisse in Österreich angepasst. Auch Haiders Nachfolger Heinz-Christian Strache ist mit Vorwürfen konfrontiert, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus zu verharmlosen. Einige FPÖ-Mitglieder geraten mit ihren Äußerungen immer wieder in die Schlagzeilen. Warum immer Ihre Partei? Nein, schauen Sie, meine Partei hat mit Antisemitismus nichts zu tun. Clement? Sie hat mit dem National... Ich habe doch Schlussstriche gezogen. Einen Herrn Karl-Heinz Clement habe ich aus der Partei ausgeschlossen. Ich habe bei einem Herrn Cotenos einen Schlussstrich gezogen. Sie werden doch mir bitte gerade nicht unterstellen... Warum müssen Sie die Leute immer aus Ihrer Partei rauswerfen? In keiner anderen Partei gibt es diese Probleme. Das hat es in seltenen Fällen gegeben, wo ich klar und deutlich durchgegriffen habe. Am Beginn des neuen Jahrtausends werden die alten Kameraden zunehmend müder. Der Weg auf den Ulrichsberg fällt ihnen immer schwerer. Dafür kommen neue, junge Bewunderer. Der ganze Körper, Oberkörper, Unterkörper, Hände, alles voll. Juden sind unser Unglück, nicht wahr? Unser Zeichen, nicht wahr? Ja, sag ich, wieso lass nur das aufschreiben auf den Körper? Wir sind Deutsche. Und ich so, ja. Aber es ist ja alles vorbei, hat er gesehen, es war nichts. Alles kaputt, da wollte sie nur mal kaputt ist oder was denn. Einer der Skinheads bittet Hans Sucher um ein Foto aus seiner Kriegszeit. Beim nächsten Treffen am Ulrichsberg zeigt er ihm das Ergebnis. Und auf einem Fuß ist da der Hitler drauf und auf der linken Seite bin ich drauf. Ja, sag aber, wenn einmal stirbt, wird die Haut runtergenommen vom Fuß und das möchte er dann als Lampenschirm verwenden. Ich hab da die Skinhead-Fahne nicht einmal gehabt, beziehungsweise das Hakenkreuz nicht einmal gehabt. Ich habe den Schriftzug Skinhead Vorarlberg nicht einmal gehabt. Ich habe diverse SS-Runen mir tätowieren lassen. Oberösterreich 2006. 200 Rechtsextreme aus ganz Europa treffen sich in einer Diskothek bei Ried im Innkreis. Wenn man da zum ersten Mal drin ist, ist das alles sehr unwirklich. Mitten unter ihnen ein deutscher Journalist, der seit Jahren undercover auf Neonazi-Konzerten recherchiert. Ich habe kein einziges konspiratives Konzert erlebt, bei dem es nicht zu Straftaten gekommen wäre. Mit 88 Jahren sind wir immer noch dabei. Hymne einer Neonazi-Szene, die gelernt hat, mit Verbotsgesetzen zu leben, sich über das Internet zu organisieren und in Codes zu sprechen. 8 steht für das H, den achten Buchstaben im Alphabet.
88 für Doppel-H, für Heil Hitler. Wir sprechen heute von einer Erlebniswelt Neonazismus. Es gibt nichts, was es in diesem Milieu nicht gibt. Ja, jetzt gerade über die Versende, gerade über das Internet. Es geht bis zur Unterhose, ja, oder bis zum Parfum. Nationalist, der Duft des nationalen Straßenkämpfers. In einer globalen Shoppingkultur ist der Neonazismus zu einer von vielen Marktnischen geworden. Insofern ist aber der moderne Nazi gar nicht mehr unbedingt als Nazi erkennbar, weil er eben nicht mehr mit der olivgrünen Bomberjacke unbedingt daherkommt und mit Stahlkappenspringerstiefeln, sondern eben in Streetwear-Klamotten eben dieser Marken, zum Beispiel eben Eric & Sons oder Ansgar Arian. Nazi-Musik ist eine Art Einstiegsdroge in den gewaltbereiten Rechtsextremismus. Eine Band hat beispielsweise in Liedform angekündigt, ich will den Rassekrieg beginnen, und zwar einen bewaffneten Rassekrieg. Ich will den Rassekrieg beginnen! Ich will die Bude ausverteilen! Auch das Publikum hat ein Lied angestimmt, wo es dann heißt, in Majdanek, da machen wir aus Juden Speck. Da gibt es Lieder, da wird gesungen oder gefordert, jetzt im Zusammenhang von den Türken. Ja? Also es geht über die Türken und Türkinnen, wörtlich. Schändet ihre Frauen, tötet ihre Kinder. Es ist wie eine neue Völkerwanderung. Allein 2015 und 2016 fliehen mehr als 2 Millionen Menschen nach Europa. Sie kommen vor allem aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Von Griechenland bis Skandinavien reagieren Rechtsextreme mit der alten Hetze gegen Überfremdung und Umvölkung. Und eine neue Angstparole macht die Runde. Die Islamisierung Europas drohe. Der Untergang des Abendlandes stehe bevor. Rechtsextremismus war und ist seit jeher Angstpolitik. Den Menschen wird Angst gemacht und soll Angst gemacht werden. Es ist banal. Warum? Wonach ruft jemand, der Angst hat? Nicht nach Demokratie, nach Freiheit, sondern nach einer starken Hand, nach Sicherheit. Viele Europäer sind schon lange verunsichert. Wirtschaftskrise, steigende Arbeitslosigkeit, sinkende Reallöhne. Sie sind enttäuscht vom System, von denen da oben, etwa bei den Demos in Dresden von Pegida. Das steht für patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Eine Obrigkeit, die uns als dumme Masse, als Stimmvieh und Zahlvieh sieht. Als nichts anderes. Und das machen wir einfach nicht mehr mit. Politiker, Politikerinnen, die sich gerade in Krisenzeiten als schwach erweisen, ja, produzieren nicht Misstrauen, sondern Angst. Sie verlangen, dass wir tolerant sind, aber wir wollen nicht mehr tolerant sein. Ein Sündenbock muss her. Und das sind wieder die anderen, die Fremden. Wir sind ein paar hundert, vielleicht maximal ein paar tausend, die sich hier aufschwingen, quasi zum Volk. Eine Herrschaft des Volkes, das solle die Demokratie wieder werden. Das Volk, von der die extreme Rechte spricht, ist nicht die politische Willensgemeinschaft, sondern die Abstammungsgemeinschaft. Mit der Demokratie in ihren Grundfesten nicht vereinbar. Warum? Weil die Grundlage der Demokratie nicht das Volk ist als Kollektiv, sondern der Einzelheiten. Und genau dieses Individuum zählt nun bei denen, die das Volk immer hochhalten, sehr wenig bis nichts. Passt, Test. Ja, servus Leute, ich begrüße euch heute herzlich. Bemüht, locker und jugendlich hip tritt eine neue rechte Bewegung auf, die Identitären. Sie behaupten, die Vertreter einer, wie sie es nennen, nicht-migrantischen Jugend zu sein. Egal ob Arbeitslosigkeit oder Identitätskrise, eine neue alte Lösung soll helfen. Weg mit den Fremden. Schluss mit dem, wie Sie sagen, großen Austausch, dem Ersetzen der Einheimischen durch immer mehr Einwanderer. Heimat, Freiheit, Tradition! Dann ist man halt wieder bei der Utopie, die man von der alten Rechten kennt. Das ist eine Welt, wo also die Völker
feinsäuberlich auseinanderdividiert, eben nebeneinander existieren, sich möglichst nicht vermischen. Die Identitären verlangen Zuwanderungsstopp und Remigration. Wenn man sich nun fragt, okay, wie wäre ein solcher Zustand ethnischer Homogenität, dieser Völkerzoo, wie wäre das herstellbar, dann ist recht naheliegend, dass das in einer globalisierten Gesellschaft im 21. Jahrhundert nur auf ausgesprochen gewaltsame Weise passieren könnte. 2011. Auf der Insel Utøya werden 69 Jugendliche erschossen, Mitglieder der Arbeiterpartei Norwegens. Der Täter Anders Breivik hält sie für mitschuldig am Massenimport von Moslems. Der erste Internetterrorist, ja, der übers Internet sozusagen zur Tat gekommen ist. Anders Breivik nutzte das Internet zu seiner Selbstdarstellung als Retter Europas. Wie Franz Fuchs rechtfertigt er seine Taten mit dem Kampf gegen einen scheinbaren Untergang der eigenen Kultur. Von diesem Glauben, die letzte Generation zu bilden, die das aufhalten kann, leitet sich natürlich dann die Legitimation ab, alles zu tun, eben auch Gewalt und Massenmord sozusagen einzusetzen, weil nichts ist so schlimm wie der Untergang Europas. Der islamistische Terror scheint vielen schon schlimmer als die Nazi-Gräuel. Über das Internet verbreitet der radikale Islam seine menschenverachtenden Propagandabilder und erreicht sein Ziel, Angst, Schrecken und Hass zu verbreiten. Als sei die einzige mögliche Antwort darauf noch mehr Hass und Gewalt. Das ist das Problem, dass immer mehr Menschen dank Internet, dank neuer sozialen Medien wirklich 24 Stunden in dieser Parallelwelt leben. Ja? Zunehmend ohne Kontakt zur Realität, zur Wirklichkeit. Ja? Dann verlieren sie sich auch in dieser Angst, in dieser wirklich ins Katastrophische gesteigerten Angst. Wir sprechen hier tatsächlich schon von einer Panik. Wenn diese Jugendbewegung Europa und die Welt nicht verändert, dann wird die nächste Jugendbewegung Europas der radikale Islam sein. Angst und Panik sind schlechte Ratgeber für die realen Probleme einer Welt mit globaler Wirtschaft und globaler Migration. Rechtsextreme Bewegungen versuchen weiter, diese Angst für ihre Zwecke zu schüren und zu nützen, die Sorgen und Probleme der Menschen ernst zu nehmen und gemeinsame Lösungen dafür zu suchen, wird die Aufgabe von Rechtsstaat und Demokratie sein. Die zentrale Herausforderung wäre eben, den Menschen alternative Antworten auf diese Fragen anzubieten. Angebote, die eben anders als bei den extremen Rechten nicht auf Ausgrenzung und Abwertung basieren, sondern auf Werten wie Gleichheit, wie Solidarität. Aber einen gewissen Bodensatz von so rechtsextremen Gruppierungen, glaube ich, werden wir immer haben, damit werden wir leben müssen. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass die Demokratie sie eben an den Rand drängt und dort auch hält. Die überlebenden Häftlinge haben uns immer gelehrt, nicht nur zu erzählen, was war, sondern mit den jungen Menschen zu arbeiten, dass so etwas oder so etwas Ähnliches nie wieder passiert. Die politische Kultur eines Landes definiert sich auch über ihren Umgang mit dem Rechtsextremismus. Gerade in Österreich, wo jahrzehntelang Sensibilität und Wachsamkeit gefehlt haben.